Na zusammen, hier ist wieder Deutschland und heute bin ich wieder für euch in Battle for Earth unterwegs und zwar so wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um alle fünf Toys aus der Warfront von Darkshore und ja anders als im Marathi Hochland habe ich mich jetzt dazu entschieden, erstes Video zu machen, wenn ich alle Toys selber hab, dass ich euch auch zeigen kann und ja das alles dann gleich auch in ein Video reinzupacken. Wir gucken rein, ich habe oben schon mal Dunkelküste eingebaut, gegeben und wir sehen, wir haben hier mehr als fünf Toys, sondern insgesamt ähm, sieben. Zwei von den, ja, sieben Toys habe ich in einem anderen Video schon gezeigt. Das sind nämlich welche die wir ja über eine Quest bekommen, über eine Horden Only Quest Reihe, die äh, zwar auch in der Dunkelküste spielt, aber nichts mit den Rare Mobs an sich zu tun hat. Das ist äh, einmal die Laterne und hier diese Ersatz der dunklen Waldläuferin. Genau die beiden, wie gesagt schon im anderen Video, deswegen kommen die jetzt hier nicht mit rein. Was haben wir an Toys? Wir haben erstmal hier eine Seuchengranate. Dann haben wir hier den Handkreisel der Schildwachenglewe, Handkreisel Schredderklinge, dann Hochgeborenen, Andenken und was haben wir hier noch? Einen Seelenedelstein, genau. Das sind die fünf, die wir uns angucken werden. Ich würde sagen, wir schauen uns erstmal an, was sie machen und danach zeige ich sie, äh, ja, zeige ich mal, wo wir sie looten können und wie das genau funktioniert mit dem System. Und ich habe auch noch mal einen Add-on-Tipp, wo man sich das vielleicht auch ein bisschen einfacher farmen kann. So, als erstes fangen wir mal hier mit, dem mit der Seuchengranate an, wirft eine entgiftete Seuchengranate auf ein Ziel und bedeckt es mit einem entgifteten, mit einer entgifteten Seuche. Machen wir das mal mit dem Typen hier. Zack! Also es ist eine entgiftende Seuche und der Typ ist jetzt quasi so ein bisschen grünlich. Sieht ganz lustig aus, hat eine Abklingzeit von 10 Minuten, das Ziel. <laughs> jetzt sagt er Ey. <laughs> <laughs> ich hatte genau den richtigen erwischt. <laughs> okay, dann setzen wir den äh, Hand Handkreisel der Schildwache mal ein. Ah! Ah, das ist so. Das ist quasi so ein Fidget Spinner für Arme, oder? Äh, man sieht es jetzt ein bisschen schlecht hier, weil ich die, äh, alte, äh, die alte Artefaktwaffe mit einem Druid hier getransmoggt habe, dass ich meinen äh, Testo-Bären. Ach, man kann es immer schneller machen. Ach, schau mal an. Da geht es richtig ab. Ich habe das Ding noch nie eingesetzt. Okay, das ist lustig. Das ist auf jeden Fall lustig. Also wenn man langweilig im Raid ist, wenn ne, man irgendwie wieder auf die anderen Leute warten muss, kann man sich das mal ähm, reinziehen. Dasselbe ist dann wahrscheinlich hier. Ah, okay, das ist noch ein bisschen spitzer. Das ist jetzt die Schredder-Variante. Okay, wenn man sich da nicht verletzt, ich weiß auch nicht. Genau, also das ist das Zweite von diesen Handkreiseln. Ähm, dann haben wir hier die, das Hochgeborenen-Andenken. Ähm, lasst zu, dass ihr von einem hochgeborenen Geist besessen werdet. Okay, ja, klingt gut. Ah. Also, wir sind so eine Art Benji. Wenn ich jetzt wahrscheinlich in den Bären gehe. Ja, in der Bärengestalt bleibt es nicht da. Und wahrscheinlich, wenn ich aufs Mount gehe, ist es, ist es denke ich mal, auch weg. Ja. Aber so sieht es ganz cool aus. Wenn wir wieder abmounten, dann ist es quasi wieder da. Sieht ganz cool aus. Ich würde zwar gerne jetzt mal Angriffe testen, aber da ich ja als Druid immer in die Gestalt muss für Angriffe, ist es ein bisschen schwierig. Gut, und dann haben wir noch das letzte, und zwar diesen Seelenstein. Und ähm, was macht der denn? Benutzt, ähm, fängt die Seele eines Zieles in Narissins Seelenstein. Äh, okay, funktioniert nur bei toten Zielen. Okay, jetzt schauen wir mal. Sollen wir mal irgendwas umbrezeln? Hier, wir, wir brezeln mal so ein Reh um und dann schauen wir mal, was passiert habe sie tatsächlich noch nicht so ausgiebig getestet, diese Toys. Ich, ich sammle mehr, als dass ich teste, aber ich will es euch natürlich auch äh, einmal demonstrieren. Jetzt töten wir mal so, äh, so Rehe und ziehen die mal ab hier. Was passiert dann? Also es sieht auf jeden Fall schon mal böse aus, was wir da machen. Und, und meine Bärengestalt hat anscheinend auch äh, eine Animation. Okay, also das Einzige, was es halt quasi macht, ist dieses Seelen raussaugen. Sieht cool aus. Denkt mal beim Hexenmeister ist das bestimmt eine coole Sache. Gut, Okay, das sind die fünf Toys. Jetzt habe ich sie euch schon mal äh, zumindest gezeigt, was sie denn großartig machen. Und wir gucken jetzt mal an, wo wir sie herbekommen. Ähm, die fünf Toys können sowohl Allianzler als auch Hordler farmen, aber bekommen sie teilweise von verschiedenen Mobs. Ich mache jetzt mal die Map auf und ihr seht, ich habe hier schon verschiedene Haken und Sterne. Dafür habe ich mir ein Addon geholt, ähm, was ich empfehlen kann. Das werde ich euch jetzt gleich mal zeigen. Und zwar heißt das Addon. Äh, Tomcat Tours, Ras of Darkshore und dann heißt es noch weiter Warfront on Darkshore plus Handy Notes Plugin. Also wenn ihr Handy Notes, das Add-on an sich habt, ähm, funktioniert es damit auch ganz gut. Genau. Äh, Handy Notes hat, glaube ich, auch ein eigenes Unterdings, wo das auch anzeigt, ich habe aber mir dieses genommen, weil wo, wo die RAS rauskommen hier Handy -Notes noch nicht funktioniert hat, aber ihr könnt auch Handy Notes nehmen und euch bei Handy Notes äh, quasi ein Unteraddon holen und da dementsprechend wahrscheinlich ähnliches anzeigen lassen wie ich mit diesem Addon. Was macht das Addon? Und zwar haben wir die Rare Mobs, äh, die ich noch nicht gekillt habe in dieser Warfront äh, einmal mit mit einem Stern markiert. Also sprich kann ich den Loot noch kriegen und es wird auch immer der Loot angezeigt. Hier zum Beispiel Mount, hier droppt ein Pad. Hier droppt auch ein Pad und so. Ne? Hier droppt zum Beispiel jetzt ein Toy, was ich euch gleich zeigen will. Und die, die ich schon gekillt habe, sind mit dem Haken abgehakt. Wann könnt ihr die immer looten? Es ist kein täglicher, auch kein wöchentlicher reset sondern Auf den Warfronts ist es so, dass der Reset immer nach einem Zyklus folgt. Heißt, äh, ein kompletter Zyklus ist erst dann abgeschlossen, wenn ihr wieder äh, die Warfront eingenommen habt. Heißt, äh, ihr habt die Warfront eingenommen, haut die Rares einmal um. Dann ist es äh, so, dass quasi der Gegner Ressourcen sammeln muss. Wenn er Ressourcen gesammelt hat, greift er die Warfront an, Heißt, so, sprich, er kann die Warfront spielen und ähm, dann ähm, hat, nimmt der Gegner quasi die Warfront ein, kann er die D Dailies hier machen, dann ähm, greift ihr wieder die Warfront an, äh, nee, sammelt ihr wieder Ressourcen, dann äh, greift ihr die Warfront an, ich glaube, es sind immer sieben Tage, wo ihr angreift und dann könnt ihr die Warfront wieder spielen und dann habt ihr quasi, dann ist der Zeitpunkt, wo ihr den Reset habt. Heißt, das kann je nachdem, wie lange ihr mit eurer Fraktion braucht, um Ressourcen abzugeben, zwischen 20 und 30 Tagen ist der Zyklus. Heißt, es dauert fast einen ganzen Monat, bis ihr mit dem gleichen Char hier wieder die Rare-Mobs umhauen könnt. Beziehungsweise umhauen könnt ihr sie immer, aber bis ihr wieder Loot kriegt. Und auch mit dem Low-Level-Char kriegt ihr hier kein Loot von den ähm, Mobs, erst wenn ihr 120 seid, falls ihr das wissen wollt. Ich habe den Vorteil, dass ich ziemlich viele 120er mittlerweile habe, deswegen konnte ich meine Toys einigermaßen zügig farmen. Genau. Also jetzt schauen wir mal, wo die Sachen droppen. Und zwar hier dieser ähm, der Seelenstein, der droppt hier unten von dem Geist, wird auch gerade schon umgehauen. Den haben wir hier bei den Koordinaten 58, 23. Den kann sowohl die Allianz als auch die Horde umhaut und kriegt das toll. Ähm, den zweiten Toy-Mob, den ich euch zeigen will, ist hier oben. Er heißt fast so wie ich, Tela plus mit H, Mundstreich. Genau, der ist hier oben. Und zwar befindet er sich hier, das ist dieser Werte her und zwar für den Koordinaten 62, 16. Der ist aber ähm, Horden-only und kann nicht von den Allianzlern umgehauen werden. Ich kann euch das jetzt mal ganz schnell zeigen. Ich switche jetzt hier auf meinen Allianz-Char. Ihr seht, das ist hier Allianz und hier ist jetzt kein Symbol, weil das ist quasi ein Mob, der mit der Allianz verbündet ist und dementsprechend kann der nicht von einem Allianzler getötet werden. Und die Allianzler müssen ihr Toy hier woanders herbekommen. Wenn wir jetzt noch, ma noch mal gucken, ne? hier hatten wir das Hochgeborenen-Andenken hier oben. Bei der Allianz ist das Hochgeborenen- Andenken hier unten bei einem Vorbeug. Kommandant Dralt heißt der und das ist hier unten bei den Koordinaten 41, 56. Quasi einfach da, das Pendant. Ähm, das nächste, was wir haben, ist hier äh, unser Seuch unsere Seuchengranate. Die droppt ein Vorbeug. Jetzt bin ich auf dem ali -Char, und zwar ist der genau hier in dem Lager. Und zwar bei den Koordinaten 40, 56. Und das ist auch bei der Horde so. Zum Vergleich, wir switchen nochmal zu dem Hortenscharum rum und da ist es auch hier bei dem gleichen Mob auf denselben Koordinaten. Ja. So, dann haben wir damit schon mal drei Toys abgehandelt. Jetzt kommen wir zum ähm, vierten und zwar ähm, gucken wir jetzt hier runter. Und dann haben wir nämlich den Handkreisel Schildwachenkleve, den droppt hier der Kommandant. Der ist ähm, hier, das ist so ein Nager, ähm, hier unten bei den Koordinaten 62, 16. Und ähm, das ist auch, oh, mich haut jetzt gerade hier dieser Furboik, und das ist bei der Allianz genauso. Also den hat die Allianz auch gleich, auch Koordinaten ähm, 40, 6 und... Moment... Ne, Mauszeiger muss ich ja 37, 75 so rum, dass ich euch nichts Falsches sage. Also hier unten, am besten holt ihr euch das Addon, dann seht ihr nämlich genau auf der Map das Eingezeigt. Genau, und dann haben wir noch ähm, das letzte Item. Jetzt switchen wir nochmal auf die Horde rüber. Und zwar ähm, haben wir natürlich dann noch diesen Handkreisel Schredderklinge. Und bei einem Hordenscharm ist dieses Item einmal hier unten auf der Insel, bei den Koordinaten 33, 83 und zwar ähm, ja direkt hier auf der Insel ist ein Mob, der den droppt und bei der Allianz ist der wiederum woanders und zwar ist der etwa hier und zwar bei den Koordinaten 40 77. Der wird jetzt hier aber nicht angezeigt, weil gerade die ähm, weil gerade die Horde die Warfront hat und der nur angezeigt wird, wenn die Allianz die Warfront hat und nur dann kann man ihn auch umhauen. Ne? Weil ihr könnt hier auch herkommen, wenn ihr nicht die Warfront hat, habt und trotzdem die Rares umhauen. Das geht, ja? wenn der Char komplett frisch ist und ihr noch keine äh, IDs auf den Mobs, auf den Mob habt. Äh, sonst ist es halt dementsprechend so, dass der Switch erst wieder kommt, wenn ihr die Warfront einnimmt. Ne? Aber wenn ihr einen Char frisch hochspielt, dann kann er alle ähm, Rares auf der Warfront umhauen. Das ist gar kein Problem, auch wenn ihr die Warfront nicht habt. Außer die Mobs, die wirklich fraktionsspezifisch sind. Und das sind genau zwei. Und zwar einmal hier der Schredder ähm, für, für die Allianzler und der Mob auf der Insel für die Hordler, ne? die quasi diesen Schredderkreisel am droppen sind. Genau, das waren alle Toys. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen. Wie gesagt, Addon kann ich nur jedem empfehlen, weil es doch wesentlich einfacher wird. Und zusätzlich... Ähm ja, kann ich euch, wenn ihr die anderen Toys von der Warfront noch braucht, das andere Video empfehlen, was ich schon gemacht habe. Für die äh, zwei Horden-Only Toys mit der kleinen, mit dem kleinen Quest, die ihr machen müsst. Und ja, damit sind wir am Ende vom Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.